Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play Mario & Rabbids Kingdom Battle. Weiter geht's mit den ultraschweren Spezialherausforderungen. Wir schauen uns heute die beiden in Welt 2 an. Also die aus Welt 1 waren ja schon mal nicht so schwer, von daher mache ich mir da heute keine Sorgen, dass ich da versage oder ähnliches, aber man weiß ja nie. Eventuell sind die ja jetzt doppelt so schwer wie die aus Welt 1. Ich weiß es nicht. Ich spiel's ja blind, wie ihr wisst. So, wo war denn hier das geheime Kapitel? War das hier? Nee. Ich meine, hier war das irgendwo. Ich meine, da war irgendwo eine Kanone oder so, mit der man sich ballern musste. Oh, das war so eine schöne Welt. Aber meine Lieblingswelt, die kommt ja erst im nächsten Part. So, wo war das denn nochmal? War das da oben? Nee. Moment. Kann sein, dass ich jetzt in die falsche Richtung gelaufen bin. Dann war das weiter unten, glaube ich. Oh, er hängt immer noch da. Hören Sie auch mal bei etwas Konstruktivem zu sehen. Ja, konstruktiv. Er versucht halt nicht zu sterben, ne? Konstruktiv passt schon irgendwie. So, ich glaube, das war da unten. Ist schon ein bisschen was her, seit wir das letzte Mal hier waren. Ah, nee, okay, es ist auf jeden Fall richtig. Oh, stimmt, das war so wunderschön hier, das geheime Kapitel. Das hat mir optisch auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ja, und schaut mal, da vorne ist auch schon die erste Herausforderung. Spezialherausforderung S1 Ultra Schwer. Super Effekt Gerangel. Erreiche das Gebiet, Einzuglimit. Super Effekt des Gegners 100%. Boah, was? 6 Gebiete? Ja, wie soll man das denn machen? Also, 3 Gebiete kann ich ja einfach so aktivieren. Beziehungsweise erreichen. Ich könnte mich hier links und rechts hinstellen. Dann könnte ich die Runde beenden. Dann würden mich die Grobian hier rüberschmeißen. Dann wäre ich hier mit 2 Charakteren. Das bringt mir ja schon mal nichts. Mit Luigi könnte ich vermutlich hier hinten hinlaufen. Moment. Also vom Team her passt es, glaube ich. Guck mal, wie weit ich komme. Also Luigi könnte auf jeden Fall hier alle Gebiete erreichen. Ja. Aber 6 innerhalb eines Zuges? Wenn ich mich hier hinstelle, wohin schlägt der in der Mitte mich denn? Ich mach mal so einen kurzen Testlauf. Na toll, jetzt habe ich einen von den Gegnern hier im Gebiet geschickt. Okay, ist irgendwie so ein bisschen random, ne? Kann das sein? Mario ist jetzt oben rechts gelandet. Boah, wie soll man das denn machen? Ja, das ist auf jeden Fall eine Kopfnuss. Also,
Na gut, sind diese Einzugdinger ja immer. Also ehrlicherweise habe ich gar keine Idee, wie das hier gehen könnte. Links, rechts, vorne, dann einer in der Mitte. Aber wie soll man denn die letzten zwei Gebiete erreichen? Okay, also ich könnte mich hier vorne natürlich von denen schlagen lassen. Wenn ich die zum Beispiel auf Mario schicken würde, dann würde der hier draufballern. Könnte sogar sein, dass ich rechts und links lande. Aber bringt mir ja auch nichts. Ja, wobei doch, ich habe mich nicht bewegt dafür. Ich muss mal gerade so ein bisschen nachdenken. Grübel, grübel und studiere. Also angreifen lassen, dann fliege ich mal auseinander, dann... Also ich glaube halt, diese Gebiete hier, die kann man aktivieren, ohne irgendwas zu machen. Also ohne sich zu bewegen zumindest. Wie geht's denn dann weiter? Moment, wie weit kommen denn die anderen mit dem Laufbuff? Luigi kommt auf alle Felder, Mario kommt... Na, gerade mal bis hier vorne. Ja, okay, aber Rabbit Mario kommt bis hier hinten. Tja, 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 tja. Moment, aber ich habe ja immer noch... ihn hier. Wenn ich Mario zum Beispiel, also sagen wir mal, ich gehe jetzt mal davon aus, ich kann die Felder so aktivieren, ohne mich zu bewegen. Mario könnte ich hier hinstellen. Der würde ja in der Runde danach von ihm hier vorne hingeworfen werden. Korrekt? Genau. Dann müsste ich nur noch Rabbit Mario und Luigi hier links und rechts hinstellen. Das funktioniert irgendwie. Also Moment, 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 Moment. Nochmal neu starten. Ich nehme jetzt erstmal die schlechten Waffen. Oder schlechtere Waffen. Und ja, ich experimentiere jetzt mal so ein bisschen rum. So Mario, du kriegst jetzt mal deine Anfangswaffe hier. Wo lande ich denn, wenn er jetzt meine Figürchen schlägt? Ah, okay. Ah, schaut mal. Die fliegen nach links und rechts. Jetzt ist die große Frage, kommen die beiden immer noch da hinten hin? Nein, kommen sie nicht. Aber das ist nicht so schlimm, denn... Könnt ihr ja Mario zum Beispiel hier hinstellen. Genau. Uno Momento. So, jetzt kann ich Rabbit Mario. Nee, kann ich gar nicht.
Doch, kann ich. Moment, Rabbit Mario stelle ich jetzt an die Seite und Mario wird dann von dem vorne angegriffen und dann... Genau. So, er greift jetzt Mario an und dann habe ich gewonnen, oder? Also ich hoffe, Mario landet jetzt in der Mitte, aber ja, okay. Boah, das war aber schon... War schon nicht ohne... Mann, Ometa. Na gut. Geschafft ist geschafft. Nicht schön, aber selten. Super Effekt Gerangel. Spezialherausforderung 2S1 abgeschlossen. So, wo war denn die zweite Spezialherausforderung hier? Ich glaube, die war am Ende der Strecke, ne? Genau. Phalanxvernichtung S2. Besiege alle Gegner innerhalb von 3 Zügen. Holla die Waldfee. Das sieht sogar wirklich relativ anspruchsvoll aus. Ja, wobei auch hier würde ich sagen, ich habe tendenziell das richtige Team. Also diese Dreier-Kombo Mario, Luigi und Rabbit Mario, das ist schon ziemlich gut. Die Sorbet-Grobiane, die sind übrigens relativ egal, glaube ich. Die könnte ich eigentlich mehr oder weniger ignorieren. Also am Anfang meine ich. Denn die Verteidiger sind natürlich weitaus schlimmer. Ja, dann, keine Ahnung, mit Rabbit Mario vielleicht hier irgendwie die durchdashen. Dann da runterballern, würde ich sagen. Mit Mario mit dem Hammer hier draufschlagen. Frage ist, was mache ich mit Luigi? Also der darf natürlich da oben nicht stehen bleiben. Denn ansonsten kassiert er von den Sorbigrobianen. Ja gut, ich meine, ich könnte Luigi nach unten stellen einfach, ne? Wir kommen bis zu dieser Stelle hier. Gar nicht bis nach unten. Ja, okay. Also. Killen wir erstmal die drei da unten, dann kann ich mich sicher dahin stellen. Den Bewegungsbuff, den brauche ich gar nicht. Moment, also ich muss mindestens bis hier latschen. Ist okay, ne? Ich könnte mich auch hier an die Seite stellen, das wäre auch okay. So, dann haben wir die schon mal erledigt. So, ach nein. Och, ich bin so eine Flasche. Ich habe vergessen, die Waffe zu wechseln. Mario hat jetzt immer noch die schlechte Waffe gehabt von gerade eben. Also ich bin mir zwar schon sehr sicher, dass ich das hier schaffe, aber wir wollen es jetzt nicht herausfordern, indem ich jetzt hier so eine schlechte Waffe noch ausrüste. Okay, also nochmal von vorne. Ja, wobei ich weiß ja, was ich machen muss. Also alle Dudes. Aber Mario, du kriegst jetzt wieder deine starke Waffe. Und zwar den Blaster hier. Flanellphänomen. So, genau. Gut, damit macht Mario auch direkt wieder Schaden. Ja, was man nicht im Kopf hat.
Sehr schön. Damit sind die dood. Ja, Heldensicht aktivieren mit Luigi das gleiche. Beziehungsweise Eisenblick, ja, meinetwegen. So, was machen wir jetzt mit dir, Kollege? Du ziehst die jetzt mal so ein bisschen zusammen, würde ich sagen. Hey, da war noch eine Münze. Ja, schade, hier bleibt einer übrig, aber gut Schlimmeres. Ja, ich hau so viel Schaden raus, also ich schaffe das auf jeden Fall. Wie schon gesagt. So, zusammenziehen. Dann sterben hier auch noch ein paar. Hauptsache, die sind weg. Kann ich mir hier einen aussuchen? Ich nehme mal den, der mir näher steht, also physisch. Nicht seelisch. Ja, und die Grobiane da hinten, die machen wir dann als letztes, würde ich sagen. Ah, schade. Ich dachte, er würde jetzt seinen Kumpel auch killen. Ja, Rabbit Mario kann hier oben den Typen noch fertig machen. Die anderen beiden kümmern sich um alles hier unten. Soll ich die... Ach, ich lass die kommen. Die soll mal ruhig hier runterlatschen. Ich warte einfach auf die. Ich habe ja noch eine Runde. Ah, die wollen unbedingt drauf gehen, man sieht's schon. So, also. Damit wäre er down. Dann kämen wir noch diesen Kandidaten hier. Ich könnte jetzt noch den Buff benutzen, um ganz sicher zu gehen. Rabbit Mario. Burschen da vorne und dann haben wir's. Ich nehme aber trotzdem noch eben die Münzen hier mit. Hast du das immer, die Münzen liegen zu lassen? Ich finde das so blöde. Wobei ich meine, großartig kaufen will ich mir sowieso nichts mehr, aber was sein muss, muss sein. So, okidoki. Zack und gewonnen! Ja, war wieder sehr, sehr human. Phalanxvernichtung. Spezialherausforderung 2S2 abgeschlossen. Also die in Welt 3 und Welt 4, die werden jetzt nicht unbedingt schwieriger, denke ich mal. Also ich glaube, wir haben schon hier so das Maximum erreicht. Mir nicht vorstellen, dass es noch viel härter wird. Ich meine, genau genommen waren die jetzt auch nicht viel härter als die in Welt 1. Die erste Prüfung war sogar vielleicht noch die unangenehmste. Einfach, weil ich nicht genau wusste, wo ich mich hinstellen muss. Aber naja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Apropos Spaß, ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, so oder so würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao. Mit den beiden hier sprechen wir übrigens auch noch, keine Sorge.